Hallo, guten Tag und herzlich willkommen! Ich begrüße euch hier ganz herzlich zu einem neuen Part von Super Mario 3D World. Wir spielen Goomba Stress am Tropenstrand. Oje, oje, oje. Let's go! Mit Luigi. Oje. Oje. Keine Zeit. Das Level ist erstmal zum Ausschalten, ne? Da ist der erste Stern zu finden. Wir kriegen den ersten Stern. Wahrscheinlich kriegen wir auch ein Timeout. Und es ist das erste Mal, dass wir wieder 9 Leben haben. Krass. Egal. Sieht geil aus, wie die Fackeln so nass sind und deswegen so glänzen. Und das Wasser glänzt auch richtig geil in diesem Abendlicht. Hier hätten wir schon den zweiten. Das müssen wir uns dringend Zeit holen. Wobei uns das nicht viel nützen wird. Wir werden ein Timeout auf jeden Fall nicht verhindern können. Aber wir haben alle 3 Sterne bekommen. Wir haben alle 3 Sterne bekommen. Und das ist der zweite Timeout im ganzen Spiel. Glaube ich zumindest. Egal. Wir müssen uns immer mit den Sternen aufhalten, nur mit der Aufgabe wahrscheinlich alle hier zu erledigen. Daher nehmen wir uns jetzt einfach sowieso einen Helm. Okay. Alter, willst du mich verarschen? Wie so ein Vernichter verfolgt mich jetzt der Gummaturm hier. Jetzt komme ich. Ich bin back. Ich hole mir Zeit und ich vernichte euch alle. Im Namen des galaktischen Imperiums. Wir sind hier die erste Ordnung. Oh, wieder 9 Leben. Richtig geil. Aber nur noch lange, was ist die Kosten? Yes! Das war's. Alle Gummatürme zerstört. 40 Sekunden. Ab geht's. Hm, 30 Sekunden noch. Yes! Alles in allem. Ein kleines Zeitdrucklevel, aber doch schon trotzdem noch entspannend, finde ich. Oh ja. Jetzt geht die Hölle los in Super Mario 3D Hölle. Hektik in der Wolkendisco. Nun.
Und das wollen wir im Kleinen machen. Nehmen wir, holen uns jetzt erstmal aus der anderen Welt schön aus einem Pilzhaus Items. Das haben wir uns verdient. Schön aus Welt 1. Damit wir Welt 1 nochmal sehen. Und genug Leben haben wir ja auch, die wir alle wieder verbrennen können. Na, das war ja mal eine magere Ausbeute, ne? Lull! Egal. Weiter geht's. Einmal ins Casino. Wenn wir schon dabei sind. Yes! Ein weiteres Leben. Unser Counter steht auf 11. Yay! Was haltet ihr eigentlich von dem Spiel Life is Strange? Ich würde die Teile sogar zocken. Nach und nach. Da hätte ich schon Bock drauf. Wir müssen hier nochmal rein. Wir haben leider eine schlechte Ausbeute gemacht. Ja. Ja, aber ne, immerhin was hier. Katzenglocke und Feuerblume. Besser als nichts. Dann geht es jetzt ab in eins der schlimmsten Level des Spiels. Das meinte ich nicht, aber egal. Das können wir ja sofort wieder abbrechen. Sondern wir gehen in die Wolkendisco. Und sorgen für etwas Hektik, aber nicht mit Luigi, sondern das machen wir mal wieder mit Mario. Okay, und das wird die Hölle. Wenn ich hier rage, bitte tragt es mir nicht nach. Ihr seht es schon. Aber ihr habt eine Idee. Seht ihr das? Er hat eine Idee. Ich dachte, ich kann auf diesem Metallgestängel da stehen. Pustekuchen. Das ist geistesgestört. Was haben die Entwickler bitte genommen? Das gibt's nicht. Hier kann ich tricksen. Nicht nur so. Alter, als ob! Ich kriege es auch ganz sicher anders hin. Indem ich einfach drüber springe. Wir sind agil. Weg mit dir. 1, 2, 3, 4. Gut, dass wir Mario haben. Das war nämlich sein Schalter. Es gab nur Münzen und einen Applaus von Nintendo, dass wir so schlau waren, ihn zu nehmen. Klappe. Ihr seid zu gütig, liebe Entwickler. Ja, ja, ja. Also den ersten Stern hätten wir schon mal. Ich
Bruder, ich muss los. Und da ist auch schon der legendäre Block, den wir noch gar nicht so lange vermisst haben. Gut, es war klug, dass wir ihn da erledigt haben. Er ist runtergefallen. Das müssen wir mit ihm auch machen. Blöd, Mann. Wir haben es bis hierhin geschafft. Entspannt. Ja, Pixel Luigi. Den wir leider nicht in jedem Level gefunden haben. Aber sie haben sich gerade selbst umgebracht. Ist das euer Ernst? Dass sie da einen Spike platziert? Wie könnt ihr nur? Ein Knochen trocken auch noch. Ja, alles klar. Mhm. Kann man machen. Sicher. Worauf soll ich noch achten? Dass ich mir beim Kacken den Arsch abwische? Sicher. Was habt ihr geraucht, Mann? Das kann nicht legal gewesen sein. Alter, ohne diese in der Luft schweben, hast du keine Chance. Wir müssen uns leider treffen lassen. Wir müssen auf richtig geistesgestört jetzt, nein. Wir müssen jetzt auf geisteskrank beide. Halt hier. Heißt, wird ihm nichts wegnehmen lassen. Von ihm auch nicht. Er ist blöd. Schaut euch den an! Er wollte noch an unseren Arschhaaren ein bisschen, ne? Aber hat er nicht hingeschafft. Mein Plan ist aufgegangen. Jetzt geht mein nächster Plan auf. Sie erledigen sich wieder gegenseitig hier. Der räumt den einen auf den Weg. Zack. Da haben die Entwickler wohl nicht ganz aufgepasst mit der Platzierung der Gegner. Pech gehabt. Jetzt kürze ich das ja auch ab. Das ist ja ernst. Ist die Knochen trocken. Tief durchatmen. Es ist nur ein Spiel. Nur ein Spiel, was Kinder gucken. Ich darf hier nicht mit Schimpfwörtern um mich schmeißen. Aber Briefe fressen und mit Flaschen werfen. Aus Plastik. Am besten Briefe vom Finanzamt. Mmh, lecker.
Alter. Ja, ernst, es kann nicht wahr sein. Irgendwo fliegt man immer runter. Alter Pixel, Luigi. Blöder Ernst? Wisst ihr was? Ich probiere jetzt eins. Ich probiere jetzt das mit Peach. Weil der Mario-Knopf ja sowieso nur für Münzen ist. Peach schwebt mit dem... Mit Kombination des Tanuki sowieso noch ein bisschen länger. Und weiter. Sie schwebt einfach mal über die ganze, über den ganzen Abgrund so. Peach ist legendär. Krass. Die Knochen trocken konnten einfach mal gar nichts dagegen tun. Ja, wir sind trotzdem gestorben, so lol, lächerlich. Ja. Aber auch nur aus Leichtsinn. Irgendwie habe ich das Timing nicht abgepasst. Da war klar, dass wir sterben. So, dieser Bereich wird geklärt. Gut, das war nochmal Rettung in letzter Sekunde. Wir konnten uns nochmal retten. Sehr schön. Zweiter Versuch direkt. Ernsthaft. Och Mensch, warum denn? Level ist die Albtraumhölle. Das einzige Gute ist, dass Peach weit fliegen kann. Oh.
Alles klar. Das war ein Frame vom Boden. Ein Frame, ein verdammter Frame. Und sie gleitet verdammt nochmal durch. Schneller als die Polizei erlaubt. Und verteilt doch ordentlich mit ihrem Schwanz. Weiter geht's. Noch ein trockenes weg. Jetzt aber. Was? Capture Card springt gerade schon wieder. Warum spinnt die Capture Card jetzt so rum? Ich fall hier immer runter, ne? Weil dieser Blöde. Da ist und uns nervt. So, jetzt haben wir hier einen Sternring. Okay, das sollte nicht so schwer sein. Komm, gib! Da! Ich habe so viel Spaß! Können wir genauso Game Over gehen und nochmal 6 Leben haben, Alter. It's on. Lol. Wir werden das Level jetzt zu Ende spielen. Das wird ein paar mit Überlänge, ich sag's euch. Der Stern war easy. Eigentlich ist der Münzstern der andere auch easy. Krass. Blöd, Mann. So, er ist weg. Halbzeitflagge. Jetzt! Hier! Seht ihr? Ich weiß gar nicht, warum wir vorhin das nicht geschafft haben. Richtig lol. So, und jetzt hier runter zu gehen, das ist echt einfach. So, letzter Stern. Letzte Passage wahrscheinlich. Oh Gott, die Rutsche. No! Mega Herausforderung.
sozusagen. Oh, ein Münzblock. Perfekt. Die haben wir beseitigt. Den nehmen wir an uns und jetzt wünscht mir Glück, drückt mir die Daumen. Ich kann hier erstmal mittig rutschen, ne? Jo. Also erstmal darf ich sterben gehen. Aber alles, was wir bekommen haben, bleibt gespeichert. Das heißt auch der Stern. Heißt easy. Wir können direkt wieder hier starten. Lassen wir uns das auch nicht nehmen. Alter, was ist das für ein verdammter Mist? Mann! Aber wenn ich mittig rutsche, müsste es doch gehen. Hier sind noch Blöcke. Dein Ernst? Das kann doch nicht angehen hier. Was ist das für eine Scheiße? Ich kotz gleich. Wenn ich deswegen das Level verkacke, dann verlasse ich den Raum. Wenn ich wegen der Rutsche schon oben verkacke, verlasse ich den Raum. Ich verlasse ihn. Ich mach den ganzen PC aus, da hab ich keinen Bock drauf. Scheiß auf die Aufnahme, wird gelöscht. Beziehungsweise wird hochgeladen. Und dann wird's einen Rage-Quit geben, ey. Ich hasse diese Rutsche. Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Mann! Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Das Level ist geklärt. Zu 100%. Du machst das nicht kaputt. Ist mir egal. Klappe. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Zack! Schön im Takt. Puh, das war geschafft. Und damit vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Super Mario 3D World. Wir haben dieses Level endlich geschafft und das noch ohne Rage Quit. Wäre, glaube ich, auch noch etwas zu früh. Und mit 333 Sternen geht es das nächste Mal dann weiter im Level Weltblume 10. Wahnsinn auf dem Wagenweg. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.